Willkommen zum Thema E57 aus Matterport. Ich möchte Ihnen heute einen Überblick geben, was Sie mit der E57-Datei von Matterport machen können und wie Sie diese bestellen etc. Fangen wir an. Sie sind in Ihrem Dashboard angemeldet. Also Sie sehen jetzt hier die Übersicht, Ihr Dashboard, und wir haben jetzt hier die Räume. Da könnte man dann die ganze Orga haben. Also hier könnte Projekt 1, 2, 3. Hier sehen Sie auch schon, hier kommt die BIM-Kostenschätzung. Das ist ja ein Thema, was wir auch noch ansprechen werden. Aber im Prinzip geht es darum, wir wollen ja heute E57. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal auf ein Projekt und zeige Ihnen, wie Sie die E57 bestellen können. Sie gehen hier auf Add-ons und dann sehen Sie hier unten E57. Sie klicken auf E57 und klicken auf Abrufen. Sie kriegen hier unten einen Preis angezeigt. Ich möchte den Preis nicht fix machen. Er variiert ein bisschen von den vertraglichen Bedingungen, die Sie mit uns getroffen haben. Also Sie können natürlich online standardmäßig bestellen. Ich glaube, dann liegt es bei 109 Euro aktuell. Aber wie gesagt, die Preise bitte separat begutachten. Wir haben jetzt hier einen speziellen Enterprise-Vertrag, der ist dann schon rabattiert. Wenn Sie größere Mengen davon produzieren, dann muss man einfach drüber reden. Wie gesagt, da werden individuelle Angebote dann vorbereitet. Gehen wir zurück zum Thema. Also ich würde jetzt hier auf Abrufen klicken und würde dann im Prinzip kurz warten. Das kann variieren zwischen 20 Minuten bis hin zu, ich sag mal im schlimmsten Fall 24 Stunden, wenn Sie dann da 500 Scans gemacht haben. So, jetzt springen wir mal zu dem Projekt. Zwei Scans, wie wir es genannt hatten. Ich muss gestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe zwei Scans genannt, habe aber 4 oder 5 Scans gemacht. Ich denke, das tut aber jetzt nicht zur Sache, um das Prinzip zu verstehen. Ich will es nur sagen, das soll hier keine Irreführung sein. Das ist einfach aus Versehen passiert. Ich gehe jetzt hier auf Add-ons, wie eben schon gezeigt, und gehe dann hier drauf. Und Sie sehen, ich habe hier natürlich schon mehrere Dinge bestellt. Und Sie sehen jetzt hier, ich habe hier meine E57-Datei. Und ich gehe da mal drauf. Und dann sehen Sie, die wurde prozessiert am 12. Juni. Ich kann die dann herunterladen, bekomme dann hier einen Download-Link angezeigt und kann das dann hier speichern in meinem Ordner E57. Ich habe das natürlich schon gemacht. Das heißt, ich rufe Ihnen mal den Windows Explorer auf und gehe dann mal hier auf Desktop, auf unser Pro3-Tutorial. Und dann haben wir hier zwei Räume. Und Sie sehen, ich habe hier auch noch andere Bereiche, Gewerbe und Demo 2. Die werde ich Ihnen natürlich zur Verfügung stellen, sodass Sie das Ganze natürlich dann auch probieren können, was wir uns heute anschauen. Im E57-Ordner gibt es dann eine komprimierte Datei, die habe ich jetzt schon gelöscht, die wird entpackt und da kommt dann im Prinzip eine Cloud E57 raus. Sie sehen jetzt hier, das sind 3 Scans, das sind 750 oder 800 Megabyte, das heißt, da ist wirklich auch eine gewisse Datenmenge dahinter. Das liegt aber natürlich wie immer vorrangig an den Panoramabildern. So, was können wir jetzt mit der E57 machen? Ich mache nochmal einen ganz kleinen Überblick über die E57 und ich öffne Ihnen dazu schon mal einfach mal ein Recap-Projekt zum Beispiel. So, und mit dem Recap-Projekt möchte ich das Ganze visualisieren und möchte auch so ein bisschen zeigen, worum es hier eigentlich geht. Ich zoome hier mal raus. So, und dann, was ist die E57? Die E57 ist ein Punktwolken-Austauschformat, welches standardisiert wurde. Also da gab es mal vor vielen, vielen Jahren waren wir in Amerika auf einer... Das war die Spar-Konferenz und da wurde es irgendwie, glaube ich, vorgestellt. Ich hoffe, das ist jetzt richtig in meiner Erinnerung, aber zumindest war ich auf dieser Konferenz auch. Und da haben sich Leica, Faro, Zoller und Fröhlich, Trimble, alle wie sie heißen, also alle, die Laserscanner herstellen, also die wichtigsten auf jeden Fall, haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wir wollen ein Format definieren. Und das wurde irgendwie initiiert von der amerikanischen Behörde, ich weiß jetzt nicht den Namen, aber im Prinzip wurde es von der öffentlichen Hand initiiert, weil die gesagt haben, wir möchten nicht, dass uns die Lieferanten immer ihre spezifischen Formate ausspielen und dann, wenn wir in 10 Jahren wieder auf die Daten zugreifen möchten, dann können wir die nicht mehr lesen. Und da hat man das E57 etabliert. Das ist ein offenes Format, welches dem Austausch von Laserscan-Daten, insbesondere von terrestrischen Laserscan-Daten, dient. Sie können natürlich auch Punktwolken von Befliegungen etc., also unstrukturierte Punktwolken dort organisieren etc. Da gibt es, wie gesagt, Spezifikationen und je nachdem, wie stark der Hersteller das implementiert, können Sie damit auch frei zwischen dem einen und dem anderen System oder der einen oder anderen Software hin und her springen. Da das nicht alles in Stein gemeißelt ist, gibt es da so ein bisschen Variationen. Da bitte dann aber auf uns zukommen, wenn Sie damit irgendein E57 ein Problem haben.
So, bei Matterport ist es so, Matterport hat das erkannt. Die haben ganz klar gesagt, ja, E57 ist ein Datencontainer. Ich muss gestehen, ich habe da auch viel immer gesagt, Leute, das ist ein schönes Austauschformat. Da können die Kunden drauf zugreifen und es ist eigentlich der Offline-Weg. Und darum hebe ich das auch so hervor, weil wir ja oft von unseren Kunden konfrontiert werden mit dem Thema, ja, Matterport ist ja alles online und dann müssen wir immer viel Geld bezahlen und sowieso. Nein, ganz klar nein. Es gibt erstens die Möglichkeit, man kann die Matterport-Tour, die Sie auf dem Tablet oder auf dem Telefon gemacht haben, können Sie exportieren, können sich einen Datencontainer erzeugen, können den dauerhaft auf Ihrer Cloud ablegen, sodass Sie da auch keine laufenden Kosten haben und können dann Ihren Account wieder aktivieren, das Ding neu hochladen, neu prozessieren oder Sie können es einfach archivieren. Aber rein theoretisch könnten Sie Ihren Matterport-Account kündigen, könnten alles löschen, könnten sagen, ich sichere mir hier die Tour. Und fertig. Wenn Sie die Tour aber nicht mehr haben oder wenn Sie sagen, ich möchte gleich mit den fertigen Daten arbeiten, dann kommt das E57 ins Spiel. Und das, wie gesagt, bestelle ich und lade es mir herunter und habe es dann verfügbar. Im E57 selbst sind eigentlich zwei wesentliche Komponenten, die für Sie mit Sicherheit sehr interessant sind. Das erste ist, Sie sehen hier, wir haben hier unseren Raum, zwei Scans genannt, sind fünf, ich weiß, okay. Aber Sie sehen, Sie haben hier eine Punktwolke und wenn Sie da reinzoomen, dann die verdichtet sich dann immer weiter. Das heißt, es sind viele, viele Messpunkte entstanden. In dem Fall sind es 5 Scans mal 500.000 Messpunkte. Also es sind 2,5 Millionen Messpunkte circa, roundabout. Müsste ich jetzt prüfen mit einer anderen Software, kann ich hier, glaube ich, auf einen Klick nicht sehen. Und das Zweite ist, Sie sehen hier unten in der Software, sehen Sie RealView. RealView heißt bei Recap quasi Panoramaansicht. Das heißt, wenn ich da draufklicke, dann komme ich in den Standort und da sehe ich dann mein Panorama. Ich kann da mal... Ich kann halt hier die einzelnen Bubbles auch anschauen. Sie sehen, die heißen jetzt irgendwie alle Sweep 1, 2, 3. Ich gehe mal hier auf den Dreier, Doppelklick, bin dann hier drin und dann sieht man, man hat ein hochauflösendes Panorama. Man sieht auch hier die schwarzen Bereiche, das sind die Fensterflächen, wo im Prinzip Messungen, fehlerhafte Messungen entstanden sind. Die werden dann hier automatisiert rausgefiltert oder durch die Markierung der Fenster wurden die nicht gelöscht. Hier war ein Rollladen runter, da ist dann natürlich Daten enthalten. Zur Qualität der Punktwolke, Sie sehen jetzt hier, ja, man kann den Lichtschalter nicht sehen. Das ist jetzt aber schon wieder ein Problem, wo wir quasi auf Recap eingehen müssen. Recap hat jetzt hier die Bilder reduziert. Heißt, ich habe jetzt hier im Gegenzug nochmal das Ganze aufgebröselt und habe es nochmal unterteilt, habe hier nochmal die E57, also nochmal, das ist, da ist alles drin. Ich habe aber auch mal die Panoramen exportiert, damit Sie einfach mal das Dreier, nehmen wir mal das Dreier, weil das hat man gerade. Das ist die Qualität, die aus der Punktwolke kommt. Und da sehen Sie, da können Sie sehr wohl und sehr gut sogar die Sachen ableiten. Warum jetzt Recap das Ganze runter reduziert und ob man das modifizieren kann, ist auch nicht Bestandteil des Videos hier. Ich will Ihnen nur zeigen, dass da eine enorm gute Qualität aus den Panoramen rauskommt. Und man muss auch fairerweise sagen, dass vergleichbare Laserscanner da deutlich größere Probleme haben, solche guten Bilder zu machen. Insbesondere da hier immer HDR gemacht wird, also da ist Matterport schon, man muss da schon Chapeau, das ist eine super Leistung, was die Jungs da hingelegt haben. Und da kann der ein oder andere Hersteller sicherlich mal schauen, was sollte man am System optimieren, weil die parallaxenfreie Aufnahme ist natürlich eine Riesenbasis und eine Riesenvoraussetzung, um später auch mit den Bildern weiterarbeiten zu können. Okay, lassen wir das Ganze mal. Jetzt haben Sie gesehen, ich habe hier verschiedene Ordner. Das ist jetzt sicherlich viel, aber ich denke, Sie müssen ab dem Zeitpunkt müssen Sie gucken, in welchem Segment sind Sie. Sind Sie beispielsweise ein Kunde, der der Autodesk-Community angehört. Damit meine ich jetzt mal AutoCAD, beispielhaft Inventor und vielleicht das Revit. Ich würde die drei mal aufmachen und würde Ihnen mal ganz zeigen, wie Sie mit den Daten da arbeiten können. Die Empfehlung nochmal, bevor wir da reinspringen, wenn Sie diese Arbeit machen, machen Sie immer Folgendes. Öffnen Sie sich auf der einen Seite in der Autodesk-Welt das Recap-Projekt, also hier. Dann haben Sie hier die Panoramaansichten, Sie können hier reingehen, Sie können natürlich hier Messwerkzeuge aktivieren, können dort mit messen, können Höhen bestimmen etc. Sie sehen ja, hier werden auch gleich die Koordinaten angezeigt. Das ist also okay, das ist super, also das wäre Monitor 1 und dann haben Sie Monitor 2, wo dann im Prinzip die Applikation zum Tragen kommt. Und ich würde jetzt einfach mal, weil wahrscheinlich AutoCAD nach wie vor am verbreitesten ist, mal AutoCAD starten. So, im AutoCAD, eigentlich AutoCAD, sorry,
können wir dann unsere Punktwolke relativ einfach einlesen. Es gibt dazu den Befehl Punktwolken zu Ort. Also ich tippe hier einfach mal ein, kurz den Fokus aktivieren, Punktwolken zu Ort. Und dann sehen Sie, wird hier der Befehl schon vorgeschlagen, den gibt es sicherlich oben auch über Verwalten etc. und Einfügen. Da fragen Sie Ihren AutoCAD-Mann und jetzt gehe ich hier quasi, also Sie hatten ja vorhin gesehen, ich hatte hier, ach jetzt habe ich einen Ordner gemacht, das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte Ihnen eigentlich mal zeigen. Ich hatte ja hier einen Ordner angelegt mit Recap, also ich habe die E57 ins Recap-Format importiert und öffne dann das Recap-Format und habe damit quasi die Punktwolke und dann kann ich die hier über diese Standard-Einfügefunktion in mein AutoCAD einlesen, kriegt dann hier auch direkt die Punktwolke angezeigt, kann dann mal hier, ich sag mal von der Seite, ich gucke mal hier von der hinteren Ecke, weil da kann man mal schön das Ganze zeigen. Und Sie sehen jetzt hier, die Punktwolke selbst ist ein Block, das heißt, vielleicht doch nochmal von oben, wenn ich den jetzt aktiviere und anklicke, dann kann ich hier, bekomme ich hier den Ribbenmenü mit Punktwolke und kann dann beispielsweise sagen, ich möchte hier das rechteckig zuschneiden. Dann könnte man einfach mal sagen, wir wollen mal hier die Störmessung, die durch die Tür und durch die Fenster entstanden sind, herauslöschen. Dann wäre das schon mal weg. So, und dann könnte man nochmal hierher gehen und könnte nochmal von der Seite drauf schauen. Und da gibt es jetzt verschiedene Funktionen. Ich zeige bloß mal ganz kurz, dass Sie sehen, ich habe hier zum Beispiel Kante extrahieren. Extrahiert eine Linie, Abschnittpunkt von zwei planaren Segmenten. Ist aus meiner Sicht ein mega interessantes Feature. Klick, Klick. Und jetzt hat er hier eine Kante reingesetzt. Wenn man hier ein bisschen reinzoomt, dann sehen Sie hier unten die Linie. Das heißt, da kann man relativ gut Kanten extrahieren. Sie können hier eine Ecke finden. Auch da würden Sie dann im Prinzip nacheinander Flächen anfangen und die würden sich dann verschneiden in einen Punkt. Wie das im Detail geht, darum soll es hier überhaupt nicht gehen. Das würde einfach jetzt den Rahmen sprengen. Und dann vielleicht eine Sache. Es gibt Schnittfunktionen. Es gibt Mittellinien noch. Das würde ich noch sagen. Mittellinien ist im Prinzip, wenn Sie einen Zylinder haben, dann können Sie den Zylinder anfahren. Er erkennt dann anhand des Shapes quasi die Zylindergeometrie und setzt Ihnen eine Mittellinie ab. Und dann vielleicht das letzte noch ist hier die Schnittebene. Da sehen Sie auch, Sie können in allen Richtungen schneiden. Ich mache einfach mal von oben. Jetzt sehen Sie, ist im Prinzip hier die Decke weggeschnitten. Man könnte in den Raum reinschauen. Würde man jetzt beispielsweise einen Grundriss modellieren wollen, dann würde man vielleicht sogar den Boden noch wegschneiden wollen. Dazu einmal Escape. Dann den Schnitt, den sollte man auch als einzelnes Element betrachten. Das heißt, ich kriege dann hier oben Schnittebene und dann würde ich hier immer hergehen und würde das von der Ebene auf Kappen machen. Wenn Sie das Kappen machen, dann haben Sie quasi eine obere und eine untere Grenze. Das heißt, da können Sie dann variieren. Und hier ist halt die Dicke. Also ich mache mal die Dicke jetzt einfach mal auf machen wir einfach mal 10 cm. Dann wird der jetzt angepasst und jetzt haben wir hier 1,70 Meter. Ich gehe mal hier runter und sagen wir mal auf 1,0. So, und dann wandert der Schnitt nach unten. Und jetzt hätte ich ihn in einem Niveau, wo ich durchaus gut mitarbeiten könnte und sagen könnte, okay, ich gehe jetzt hier von oben drauf, nehme dann hier meine Standard-Linienwerkzeuge, Linie oder Wandelemente, das kommt jetzt auf die Ausstattung der Software aus und können dann im Prinzip nachdigitalisieren. Also straightforward und man kann auch erkennen, ich meine, wenn man hier die Linie absetzt, da kriegt man die Räume relativ gut und schnell konstruiert. Wechseln wir zu dem nächsten, aus meiner Sicht interessanten Tool Inventor. Einfach mal, um in die Produktionsrichtung mal zu schauen. Das hier schon mal aufgemacht. Da würden wir auch einfach mal eine neue Baugruppe jetzt erstellen. Und da ist genau dasselbe. Wir haben auch hier das Recap-Format. Ja, jetzt kommt er. Okay. Und da mache ich es jetzt mal hier oben über Verwalten. Und da können Sie sagen, zuordnen, also es ist wieder dieses Punktwolk zuordnen, ich weiß gar nicht, ob man das hier auch eingeben kann, können Sie wieder die zwei Scans auswählen, öffnen, platzieren, fertig, können Sie hier nochmal was von der Skalierung und so, das macht aber keinen Sinn, ne? Die Sachen sind immer richtig skaliert, Sie könnten lediglich hier den Versatz oder auch eine Ausrichtung machen, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, es geht jetzt ja nur darum, ach sorry, jetzt habe ich es abgebrochen. Machen wir nochmal. So.
Das ist immer, wenn man ein Video dreht und nebenbei noch spricht. So, und hier auch dasselbe. Also die haben jetzt hier, ich gucke auch hier mal einfach von der Seite drauf. So vielleicht. Nee, so meine ich. Oh, jetzt habe ich es komplett verdreht. Machen wir so. So wird ein Schuh draus. So, und dann ist die Navigation hier natürlich wieder andersrum. Und auch hier hat man dann verschiedene Möglichkeiten. Mal Escape. Und da gibt es halt hier Quader zuschneiden und die Punktwolken-Features verstecken sich eigentlich hier Ebene aus Wolke. Das heißt, Sie können jetzt hier eine Ebene erzeugen, dann kriegen Sie ja auch die Arbeitsebenen angezeigt. Da müssen wir halt jetzt schauen, was jetzt sinnvoll ist. Die können Sie dann nehmen und das sind dann normale Elemente, die Sie dann wie gewohnt in Inventor verarbeiten können. Und der zweite interessante Punkt, der jetzt hier so auf den ersten Blick ist, halt Punkt auf Punktwolke. Das heißt, er fängt jetzt hier in der Oberfläche einen Punkt und kann dann im Prinzip als Arbeitspunkt definiert werden. Das heißt, man kann sich da relevante Punkte definieren und die dann auch entsprechend nutzen. So, und dann machen wir mal das letzte Thema. Nein, auch nicht speichern. Und das wäre jetzt ja sicherlich Revit. Und hier im Hintergrund sehen Sie, ich habe immer das Recap Pro offen. Das ist nicht erforderlich, aber der Hinweis, während das Revit jetzt startet, ist halt, ich habe immer parallel beide Sachen offen. Also ich in der einen Seite kann ich dann mich navigieren, kann erkennen, ja, was ist das hier vom Vorsprung? Ja, okay, das ist ein Kabelkanal, kann ich ja noch dichter rangehen und dann sehe ich das auch deutlich und weiß, da ist ein Kabelkanal. Und wenn ich dann in Schnittansicht im CAD dann sehe, okay, was ist denn das eigentlich für ein Vorsprung, dann ist das relativ einfach zu interpretieren und aus meiner Sicht ohne der Panoramansicht ist es auch sehr schwer damit zu arbeiten. So, Revit startet, kennen alle, die Revit usen, das geht rucki zucki, da muss man immer ein bisschen Geduld haben. Spaß natürlich. Ich mache einen kleinen Cut und wenn es offen ist, dann geht's weiter. So, nachdem Revit nun hochgefahren oder gestartet ist, naja, da haben wir halt hier diese Standardgeschichte. Ich denke, dazu müssen wir jetzt auch nicht zu viel sagen. Wichtig ist, wir gehen hier wieder auf Einfügen, haben dann hier auch wieder die Punktwolke, können dann beispielsweise wieder in unseren Ordner gehen, warum er sich den jetzt nicht gemerkt hat. Achso, weil ich natürlich im anderen Programm war. So, und dann gehen wir hier auf zwei Räume, Recap, die haben wir unsere Scans, zack. So, und jetzt ist die Punktwolke hier drin. Das ist soweit okay, man sieht das wunderbar. Und da ist jetzt hier, ist natürlich, da muss ich vielleicht einen Moment, also das wäre generell für alle Programme, wäre das halt schon interessant, wenn man kann ja die Punktwolke dann auch noch in der Höhe etc. anpassen. Bei Revit ist es ganz einfach, Sie können halt da dann sagen, okay, ich passe meine Geschosshöhen an. Was, um das jetzt mal im Detail zu sagen, wenn ich jetzt mal hier auf die Nordansicht schaue, dann sieht man halt jetzt hier, ich habe hier meine Ebenen und Sie können jetzt natürlich hergehen und könnten sagen, okay, ich schiebe jetzt meine Punktwolke hier auf das Niveau. Also schlauerweise kann man hier natürlich dann irgendwie einen Punkt im Boden fangen und dann den genau auf die Höhe setzen. Und dann können Sie die Geschosse ausrichten. Also normalerweise hat man ja eine Punktwolke, die über mehrere Ebenen geht. Dann hat man hier direkt die Ausrichtung und dann gehe ich nochmal drauf auf die Ebene 0. Und ich setze einfach mal einen Schnitt durch, dass man hier auch sieht, dass man sowas schneiden kann. Ich mache mal vielleicht hier, hier ist die Tür. So, dann haben wir hier ein bisschen Gelände und dann mache ich den Schnitt mal dünn. Dass wir da mal eine Konturlinie erkennen können. Und wenn ich jetzt hier in meine Schnittansicht gehe, wo sind meine Schnitte? Vor lauter Bäumen sehen Sie nichts. Ansicht, hier Schnitte. So, wenn ich da jetzt einen Doppelklick mache, dann kriege ich hier meine Konturlinie und ich, ah ja, der ist ziemlich gut gewählt. So, und dann sieht man halt hier die Raumgeometrie, man sieht hier den Vorsprung, also hier ist die Fensterbank, hier kommt dann das Fenster, hier ist der Außenbereich, hier oben sieht man die Unterbaugeschichten etc. Aber man sieht halt, ja, es ist die Punktwolke ist da, die Sachen sind da, die ganz filigranen Sachen, die sind natürlich nicht so fein wie jetzt bei einem teuren Laserscanner, sage ich mal, aber
Um jetzt grundsätzlich was zu modellieren, kann man damit absolut arbeiten. Und dann könnte man halt einen Schnitt wieder machen in einer horizontalen oder könnte sich die jeweilige Ebene einblenden und könnte dann digitalisieren. Sie können die E57 der Matterport-Geschichte für die Autodesk-Welt herunterladen und können sie in ein Recap konvertieren. Also dazu müssen Sie einfach nur wenn Sie im Recap sind, gehen Sie einfach auf neues Projekt und dann Datei importieren, lesen die Sachen ein und können dann direkt damit arbeiten. Es empfiehlt sich immer, die Recap-Ansicht auf der einen Seite und die Autodesk-Applikation auf der anderen Seite oder auf dem zweiten Monitor darzustellen, um dann besser damit arbeiten zu können und um auf der einen Seite die Visualisierung zu haben und auf der anderen Seite in der Konstruktion arbeiten zu können. Wie gesagt, hier nochmal symbolisch als Beispiel, wenn Sie hier so einen Vorsprung sehen, dann wissen Sie halt, es ist ein Kabelkanal und dann können Sie die Wand natürlich glatt drüber ziehen und können sich dann überlegen, ob Sie den Kabelkanal zusätzlich vermerken oder hier so einen Schaltschrank. Das ist dann ganz hilfreich. Laden Sie sich einfach mal die E57-Punktwolke oder das Recap-Projekt runter und probieren Sie das mit Ihrer Anwendung. So, jetzt kommen wir mal zu den Anwendern, die nicht Autodesk nutzen. Also es gibt ja natürlich viele, viele Kunden, die dann Archicad, Allplan, was auch immer da alles am Markt verfügbar ist. Da möchte ich beispielhaft herausheben einfach das Pinpoint, weil Pinpoint ist da ein sehr einfaches Tool, auch sehr preiswert. Lässt sich dann projektbezogen eigentlich immer auf den Kunden mit umlegen. Das heißt, da sehe ich eigentlich Riesenpotenzial. Und da haben wir jetzt mal Folgendes gemacht. Also wir haben das einfach auch, die E57 importiert. Ich habe da nichts nachbereitet oder so, sondern einfach nur importiert. Und natürlich können Sie hier auch noch Filterfunktionen anwenden. Sie können das Ganze bereinigen. Sie könnten die Tische rausschneiden etc. Was ich hier gemacht habe, ich habe das einfach mal reingeholt. Und ich könnte jetzt, und das ist jetzt Achtung für alle, die ein ganz einfaches CAD-System haben, stellen Sie sich vor, Sie wollen gar nicht modellieren, Sie wollen einfach nur eine Konturlinie. Dann kann man hier über Point Projection hergehen, kann den Boden fangen, hat dann eine Bezugsebene, kann dann sagen, ich möchte hier in der Höhe eine Schnittansicht erzeugen, machen hier einfach 2D-Punkte oder 2D-Linie, ich mache jetzt mal Punkte, kriege dann hier eine Punktwolkenansicht, einen Punktwolkenschnitt, den kann ich mir eigentlich in jedes CAD-System, auch in Freeware, LibreCAD etc., PP, AutoCAD LT funktioniert auch super, weil da können Sie keine 3D-Sachen reinholen. Und dann speichern Sie das Ganze hier einfach als DXF ab und können das direkt verarbeiten. Da gibt es hier ein paar Optionen, ob Sie es in Millimeter noch speichern wollen oder ob Sie es in 3D etc. spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und dann der zweite Schritt wäre, jetzt würde man ja sagen, na gut, dann habe ich den Schnitt, aber ich brauche ja irgendwie auch noch die Brüstungshöhen. Dann könnte man hergehen und könnte sagen, okay, ich nehme hier einfach meine Punkte. Oh, da war die Stimme weg. Und dann klicke ich einfach mal hier und hier zwei Punkte an, sage hier noch okay, ihr seid eine Brüstungshöhe. Und sage okay, und wenn wir jetzt in unseren Schnitt zurückgehen, in unseren Punktwolkenschnitt, dann können wir die hier einfach mit einblenden. Jetzt habe ich die falsch benannt, aber egal, ich denke, das Problem ist klar. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, diese Höheninformationen, die man ja für die 2D-Planerstellung immer braucht, Lichtehöhe, Brüstungshöhe, jetzt mal symbolisch, Steckdosenhöhen, Kalt-Warmwasseranschluss, da gibt es viele, viele Varianten, die dann interessant sind und dann haben Sie es relativ schnell. Die Alternative wäre, Sie gehen mit dem Modellierungswerkzeug her und modellieren die Geometrie. Ich habe das hier schon mal gemacht, ich würde das jetzt einfach nur mal zeigen, ich würde das Video auch nicht unendlich lang machen. Ich nehme jetzt hier mal so ein Polygon und sage, okay, machen wir mal eine Surface Projection. Und mache das mal in Richtung Z. Dann habe ich hier schon meine Konturlinie und auch hier kann ich dann im Prinzip die Punkte einblenden, die Höhenpunkte, und kann sie mit ausgeben. Und jetzt hätte ich natürlich schon eine saubere Konturlinie, das heißt, das wäre relativ gut, um direkt damit weiterzuarbeiten. Wie läuft das Ganze? Schauen Sie sich mal 2D, 3D Modellierung Tutorial von Pinpoint an. Da sehen Sie, das ist eigentlich eine Sache, wenn man das... Ich sag mal so, beim ersten Mal ist es ein bisschen hakelig, das ist immer dieses Bedienungsthema. Das ist aber in Revit, in allen Programmen das Gleiche. Sie wissen das besser als ich, wenn Sie am CAD sitzen. Der Anfang ist immer schwer und dann die Geschwindigkeit kommt dann mit dem täglichen Tun. So, das war das die zweite Variante. Und dann gibt es noch so die Möglichkeit, Sie sehen jetzt hier, ich habe hier das Grundrisspolygon modelliert. Dann gibt es über 3D-Modellierung Extrude, kann ich das einfach hochziehen. Relativ schnelle Sache, wenn ich da mal rauszoome und drücke mal die V-Taste, dann sehen Sie auch hier, ich habe hier ein 3D-Modell schon direkt erzeugt.
Und da gibt es dann zum Beispiel im Pinpoint die Möglichkeit Grundriss. Also sagen wir mal, Sie möchten einfach nur DXF-Pläne machen von den Räumen und das soll einfach und schnell gehen. Dann können Sie jemandem zeigen, wie die 2D-3-Modellierung funktioniert und dann kann der hergehen und wenn der im Prinzip Räume, Türen, Fenster etc. modelliert hat, kann er hier einfach über Generate Floorplan. Da muss ich natürlich die einzelnen Räume auswählen. Ich muss hier die Balkonflächen auswählen und ich muss auch die Treppenbereiche auswählen. Aber dann kann ich halt sagen, projiziere mir das Ganze wieder in Z-Richtung. Und dann erzeugt das Pinpoint im Hintergrund, das hat immer so einen kleinen Denkprozess, bitte da etwas Geduld haben, Ihnen einen Plan, also eine Planansicht. Da können Sie dann auch verschiedene Optionen aktivieren und können das Ganze dann wiederum als DXF ausgeben. Und Sie können hier auch eine Excel-Tabelle ausgeben, wo dann die einzelnen Raumflächen aufgeführt sind und wo auch zum Beispiel Dachschrägen etc. berücksichtigt werden. Stichwort Wohnflächenberechnung. Da gibt es also viele, viele Möglichkeiten. Und das wäre so die Alternative, was Sie mit der E57 machen können. Also sprich, es eröffnet sich mit der E57 ein Offline-Paket der Matterport-Tour, welches vorrangig natürlich für Planung und Konstruktion und Weiterentwicklung verwendet werden kann, was aber komplett offline ist. Also Sie haben da einmal die Kostenposition E57 erstellen, können sich es dann runterladen und rein theoretisch könnten Sie Ihren Matterport-Account dann auch pausieren oder auch komplett auflösen. Wir haben dort durchaus etliche Kunden mittlerweile, die diesen Prozess nutzen, die sagen, vor Ort die Bedienung ist wunderbar, es ist einfach, es ist App-gesteuert, wir brauchen da keinen Mitarbeiter großartig einlernen. Dann werden die Daten auf die Cloud hochgeladen, prozessiert, die E57-Datei wird erstellt und die Daten werden heruntergeladen. Und dann geht es in die Planungs- oder Konstruktionsabteilung und die nutzen halt die E57 als Grundlage, um ihre tägliche Arbeit umzusetzen. Und ich denke, das ist ein großartiges Tool. Und ob man dann die Panoramatour direkt über den Browser, also wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja unseren Bereich hier auch im Browser, das ist ja hier einfach im Webbrowser. Wir können den hier mit unseren Kollegen teilen, können hier einen Link kopieren, können es in die Webseite einbetten, wie auch immer wir wollen. Und ich mache das mal, ich kopiere mal hier den Link, damit Sie sehen, also wenn ich jetzt bin jetzt der Herr Meier und ich mache mal einen Inkognito, damit die Anmeldedaten auch nicht sichtbar sind. Ich habe das jetzt öffentlich freigegeben, wer den Link hat und wenn ich da dann drauf gehe, dann hat er halt die Möglichkeit, direkt in das Projekt reinzuspringen, fliegt hier rein und sieht dann direkt die Szene. Sieht auch hier, wenn ich vor Ort Anmerkungen gemacht habe, das ist halt sicherlich Quatsch, aber ich denke schon, dass es sehr leistungsfähig ist. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende. Also nochmal kurze Zusammenfassung, E57, eine Offline-Variante, die man überall nutzen kann, weiterverwenden kann, selbst veredeln kann. Ich habe eigentlich ein Thema noch außen vor gelassen und da würde ich nur nochmal das Stichwort anreißen, suchen Sie nach Scan2BIM. Sie können die E57 auch in Drittdienste importieren, die dann aus der E57 automatisiert BIM-Modelle erstellen. Das ist aber ein Thema, das würde ich auch nochmal separat anwerfen. Wir haben auch auf der Scan2BIM-Seite da Beispiele, schauen Sie da mal rein und wir werden das auch so machen, dass die Leute, die jetzt sich für eine Matterport-Teststellung interessieren und sagen, ja, wir interessieren uns eigentlich für Scan2BIM, da kann man dann einmal den Matterport-internen Dienst anschauen. Ich schließe das hier nochmal. Wir hatten ja hier Add-ons und Sie sehen ja hier gibt es CAD-Modell, das ist der nächste Topic, den wir machen. Und dann gibt es hier unten BIM-Datei, da erzeugen wir dann eine BIM-Datei. Dann, wie gesagt, machen wir da nochmal eine Teststellung. Wie gesagt, buchen Sie bitte, wenn Sie das testen wollen, buchen Sie Ihren Matterport-Cloud-Account über den Link, also über diese Matterport-Webseite, wo auch das Scanner2Go-Logo aufgeführt ist. Nur dann können wir Ihnen diese Scan2BIM-Geschichten und diese ganzen Sachen auch zeigen. Ansonsten sind Sie direkt in der Kundenschleife drin und dann müssen Sie es direkt bestellen und dann können wir da nicht viel machen. Ich bedanke mich für die Zeit. Ich weiß, es war sehr lang, es war sehr viel. Es war nur das Thema E57 und es zeigt eigentlich jetzt, ich glaube, wir sind beim dritten oder vierten Tutorial, wie komplex und wie riesig das Universum ringt um Matterport ist. Und da vielleicht der letzte Hinweis nochmal auf unseren Videokurs, der geht dann schon sehr detailliert an und hat den Vorteil, dass man eben auch einem Mitarbeiter sagen kann, du pass mal auf, wir haben einen Kurs, wenn du dich da anmeldest, da kriegst du jede Frage beantwortet und wenn dem nicht so ist, dann wird unser Kollege Herr Schönrock oder Lukas
ist da dran und arbeitet das dann auf. Also es gibt eigentlich nicht die Möglichkeit, dass wenn Sie uns ein Ticket schicken und die Frage wird nicht beantwortet, dass das offen bleibt. Wir sind bemüht und im schlimmsten Fall sagen wir Ihnen, das geht nicht oder es funktioniert noch nicht oder es ist in der Mache. Aber Sie werden auf jeden Fall da eine Rückmeldung erhalten. Ich bedanke mich, wünsche eine schöne Woche und ja, in diesem Sinne. Tschüss.